Es soll Rogue One... Ja, aber Rogue One 2 ist doch Bullshit. What the fuck, das kann ja nicht sein. Ich mit 7 bei meinem Kindergeburtstag im Burger King mit dem gesamten Laden Happy Birthday singen muss. Okay, actually sogar guter Tweet. Actually guter Tweet. 5 Idioten, die sich nicht für eine Kamera entscheiden konnten. Was für Legenden. Das ist crazy, Mann. No, Fred ist einfach immer noch ein Kopf größer als jeder andere. Mit Soraka Blindpick. Nautilus Blitzcrank Milio Seraphine gewann. Ja, dann gehen wir für die Sona, oder? Wir scalen einfach mit. ADC mit Top Enemy Offrolls. Wait, really? Mercs sind hier auch sehr gute Boots in dem Game, habe ich so das Gefühl. Scheiße. Hätte ich ja nicht zugetraut, dass sie so smart ist und mit Q-Face checkt. Boah, ist das tilten für die, dass sie keine Q trifft. Ah, ich hätte flashen sollen, ich hätte es überleben können. Ich meine, das ist fein, weil er dir auch die Minions misst. Aber ich hätte obviously überleben müssen. Wer escaped besser, Sona oder Soraka? Sona. Weil Soraka einfach sehr, sehr hart von Antihil gecountert wird. Und außerdem ist Sona einfach auch leichter und more brain dead. Weil du smashst einfach irgendwann nur noch weh. Du solltest an der Stelle auf alle Fälle das Video liken, weil sonst schlägt dir der Algorithmus nämlich danach nur noch Brücke und Argurin-Videos vor. Und seien wir ehrlich, das Risiko sollten wir wirklich nicht eingehen. Ich habe leider noch keine E. Ah, wenn ich da Level 3 bin, glaube ich, haben wir ja Kills. Fuck, falscher Ping. Ja, Bro. Lebt er? Nee. Oh doch, actually. Ekrim hat für uns einen Summoner Heal geholt. Aber ich hätte hier, glaube ich, sogar hier, hätte ich sogar mal 3 Punkte in Q gehen können. Der Komet killt mich noch. Fuck. That's fine. Er verliert wieder die Wave. Also wir können die Wave farmen. Und wir haben actually sogar das Gold auch noch. Ich hätte einfach rauslaufen können. Und dann killt der Ezreal den Vega und wir überleben einfach. Oh, König Julien, let's go! Ah, scheiße, ich habe ihm eine Q gegeben. So, was ist eigentlich unser Mythic in dem Game? Gehen wir Shirelia oder Moonstone? Ich glaube, es hat beides Potenzial. Aber ich denke, mit Hecarim, wir wollen einfach reinfahren, oder? Ich glaube, Sona ist einer der wenigen Supports. Ich glaube, Sona und Soraka sind die beiden Supports, die einzigen, wo Moonstone eigentlich per Default das bessere Item ist. Ist so nicht immer Moonstone? Nee. Also ich spiele tatsächlich in den meisten Fällen, also ich spiele sogar sehr oft Shirelia. Einfach, weil ich Shirelia so broken finde. Will er da echt reinspielen? Ist 2 gegen 3. Ah, ich hätte ihn exhausten müssen. Ah, ich bin tot. Ja, da ist er so leider ein bisschen sehr bereitwillig reingerannt. Moonstone auf Mirko nicht gut. Doch, Moonstone ist auch auf Mirko gut, aber Shirelia ist einfach besser. Ulti? Ulti? Oh mein Gott, ich habe den Minion Power Corded. Ich habe einen Minion gepowercorded. I can't believe it. Ich habe einen Minion gepowercorded. Schon ein sehr tragisches Game für die Soraka, ne? Die Vega komplett mit in den Abgrund gerissen. Vor allem, die hat Soraka gefirstpickt. Und das ist dann, was bei rumkam.
So, wer ist jetzt hier der Assassin, du Loser? Oh, ich dachte, er soll wieder reingehen. Puh, er lebt sogar. Lebende Legende. Nice. Ja gut, jetzt ist Game. Das war der einzige von denen, der noch stark war oder stark werden konnte, geschutdown. Das ist jetzt die aggressive Route. Ich weiß nicht, ob wir die gehen dürfen. Oh. Na gut, dann gehen wir halt auf die. Oh, das ist auch so wichtig. Da wollte er sich nochmal ganz kurz den Kill mitnehmen. Oh, der lebt auch schon wieder. Hilfe! Bodyblock! Oh, fuck! Der hat schon wieder gelebt. My bad. Ah. Oh. Weil die haben das Pink ja nicht geklärt. Die hat das Pink ja nicht geklärt. No! Da hat er leider geintet, der gute Ezreal. So, jetzt hier haben wir 800 Anzüge gerade gemacht. In dem kurzen Skirmish. Wie sehr hat sich dein Leben und dein Stream durch alles um in den U verändert? Naja, basically maximal, oder? Ich meine, ich bin jetzt Fulltime-Streamer und Fulltime-Content-Creator dank euch und dank NNO. Ah, ist schon sehr krass. Ich glaube, so richtig verstanden habe ich das immer noch nicht alles. Das fällt mir immer auf, wenn ich dann auf irgendwelchen Events bin und plötzlich auch irgendwie 50 Leute zu mir herkommen und Fotos machen wollen und ein Autogramm haben wollen und so. Also wie gesagt, ganz verarbeitet habe ich das immer noch nicht alles. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die Befürchtung, dass Gamescom sehr krass werden könnte, wenn wir da mit NNO einen Auftritt haben. Ah, I don't know. Ich hab davor, hab ich einfach studiert. Haben wir noch eine Ash? Ja. Oh shit. Ah shit. Wir sind zu weit nach hinten gelaufen. Oh shit, ich bin echt noch in den Cage reingelaufen.
Kleiner Bastard. Kill ihn! Jawollo. Ich hör's gar nicht. Als nächstes würde ich wahrscheinlich noch Staff of Flying Water kaufen. Aber jetzt haben wir halt dann immer diese unausgebaute Träne im Inventory. Wie bist du damals zu NNO gekommen? Brücke und ich, wir kannten schon uns schon sporadisch von davor. Und ein paar seiner Mods waren damals auch schon Viewer bei mir. Und Brücke hat dann onstream drüber geredet, dass sie gern wieder als Streamer auch in der Primary stattfinden würden und dass sie so ein Team bauen. Und dann haben mir das seine Mods erzählt. Und dann fand ich das geil. Und dann bin ich Brücke in die DMs geslidet und plötzlich haben wir den Miracle Run gemacht. Das kam alles sehr schnell.